Hallo zusammen. Wir wollen uns heute ein wenig intensiver mit der Philosophie des Daoismus beschäftigen. Und der vielleicht bekannteste und wichtigste daoistische Text, das ist das sogenannte Tao Te Ching. Das Tao Te Ching ist nicht nur einer der wichtigsten und bekanntesten Texte des Daoismus, sondern vielleicht sogar einer der wichtigsten und bekanntesten Texte der chinesischen Philosophie und Kultur überhaupt. Auch hier im Westen ist es vielleicht das Buch, das primär mit chinesischer Philosophie in Verbindung gebracht wird. Es ist unzählige Male übersetzt und mindestens ebenso oft auch missinterpretiert und missverstanden worden. Meine bevorzugte deutsche Übersetzung des Tao Te Ching ist die Ausgabe im Reclam Verlag, übersetzt von Reinhard Simon, die ich auch hier für meine Übersetzung zugrunde legen möchte. Die Ausgabe hat den Vorteil, dass sie zweisprachig ist, das heißt, sie haben den deutschen und den chinesischen Text und sie ist ausgezeichnet kommentiert. Die Übersetzung ist stellenweise nicht so elegant oder schön, wie man sie vielleicht in anderen Ausgaben hat, aber dafür ist sie exakt und präzise. Also wenn ich eine Ausgabe empfehlen sollte, dann wäre es diese hier. Gut, das Tao Te Ching. Ja, das Tao Te Ching heißt wörtlich übersetzt der Klassiker vom Weg und seiner Wirkung. Oft wird das Buch auch einfach als das Buch Laozi bezeichnet oder nur als das Laozi. Der Legende nach ist Laozi nämlich der Verfasser des Tao Te Ching. Dieser Laozi, so berichten uns die antiken Biografien, lebte angeblich ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Er war ein älterer Zeitgenosse des Konfuzius. Er war Archivar am königlichen Archiv in der Hauptstadt der Zhou-Dynastie. Und die Legende berichtet, dass er in dieser Funktion einmal vom jungen Konfuzius besucht wurde. Konfuzius wandte sich an Laozi, um von ihm etwas über Sittlichkeit und Rituale zu lernen. Laozi wies den jungen Konfuzius ab und sagte ihm, er soll sich nicht so viel mit vergangenem Krempel beschäftigen, sondern eher mit den konkreten Problemen des wirklichen Lebens. Im Alter dann, so berichten die Legenden weiter, ist Laozi zunehmend frustriert vom immer weiteren Verfall des Reiches und beschließt, sich aus der Welt zurückzuziehen. Er setzt sich auf den Rücken eines Ochsen, macht sich auf den Weg nach Westen, um die Berge zu überqueren. Diese Laozi sitzend auf dem Ochsen, so wie Sie es hier sehen, ist eines der beliebtesten Sujets in der chinesischen Malerei, immer wieder interpretiert worden. Ja, Laozi macht sich auf den Weg nach Westen über die Berge, wird aber an der äußersten Grenze des Reiches von einem Wachposten aufgehalten, der ihn bittet, seine Weisheit niederzuschreiben, damit sie nicht verloren geht. Also macht Laozi noch eine kurze Pause, setzt sich hin, schreibt das Tao Te Ching nieder und verschwindet dann über die Berge nach Westen und wird nie wieder gesehen. Soweit die Legende. Vermutlich ist nichts davon wirklich passiert. Es gab wahrscheinlich, so sagt uns die moderne Wissenschaft, keine historische Person, die Laozi genannt wurde und die das Tao Te Ching verfasst hat. Ein Hinweis darauf ist allein schon der Name. Laozi bedeutet wörtlich übersetzt einfach nur alter Meister. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass in dieser fiktiven Person, dieser fiktiven Figur des Laozi, einfach verschiedenste Legenden von diversen alten Meistern der Vergangenheit miteinander verschmolzen sind. Laozi als eigenständige Person wird auch in keiner zeitgenössischen Quelle erwähnt. Die Berichte, die wir über Laozi haben, stammen aus einer viel späteren Zeit. Erst zum Ende der Zhou-Zeit hin wird Laozi erwähnt überhaupt in Texten. Das spricht doch stark dafür, dass es eine Erfindung späterer Zeiten ist. Außerdem, das Tao Te Ching, das wir so vor uns liegen haben, das ist kein einheitlicher Text, also kein Text, der auf einen einzelnen Autor zurückgeht. Wir haben es vielmehr mit einer Art Kompilation zu tun. Also es gibt verschiedene Textschichten, in denen unterschiedliches Material aus unterschiedlichen Epochen zusammengestellt worden ist. Mittlerweile gibt es auch aus der Archäologie einige Gräberfunde, also frühere Ausgaben des Tao Te Ching aus der Antike, die man in Gräbern gefunden hat. Und die zeigen uns, dass der Text des Tao Te Ching in dieser Zeit noch lange im Fluss gewesen ist. Wahrscheinlich ist er erst um das Jahr 300 vor Christus entstanden, dazu ungefähr die Form angenommen, die wir heute haben, wobei auch da die Anordnung der Teile in verschiedenen älteren Ausgaben nicht identisch ist.
Gut, das Tao Te Ching selbst. Schauen wir uns das nun ein bisschen näher an und die Philosophie, die in diesem Tao Te Ching zum Ausdruck gebracht wird. Das ist nicht ganz leicht, denn das Tao Te Ching ist von seiner Textgestalt her ein äußerst mysteriöser und obskurer Text, der an vielen Stellen sehr dunkel, sehr knapp ist und zu überbordenden Interpretationen geradezu einlädt. Es besteht aus 81 Sinnsprüchen oder Kapiteln, die sprachlich sehr knapp sind und oft vieldeutig und die ja keiner besonders auffälligen Struktur in der Anordnung folgen. Ganz grob zerfällt das Tao Te Ching in zwei Teile, nämlich einen Teil vom Tao und einen Teil vom De, also einen, der sich eher mit dem Weg befasst und einen, der sich eher mit seiner Wirkung befasst. Aber darüber hinaus ist es nicht ganz leicht, irgendwelche Kompositionsprinzipien auszumachen. Nun, steigen wir doch mal in den Text ein und stellen uns gleich die allererste Frage: Was ist eigentlich das Tao? Diese Frage, was ist das Tao, stellt uns leider gleich vor das allererste Problem, denn auf diese Frage kann es eigentlich keine Antwort geben. Das Tao Te Ching beginnt mit einer sehr, sehr berühmten Passage, die genau dieses Problem, wie kann man über das Tao etwas sagen, zum Thema macht. Da heißt es nämlich: Tao, kann es ausgesagt werden, ist es nicht das beständige Tao. Der Begriff, kann er definiert werden, ist nicht der beständige Begriff. Was ohne Begriff ist, ist Anfang von Himmel und Erde. Was einen Begriff hat, ist Mutter der 10.000 Dinge. Über diese Passage hier ist schon unglaublich viel gesagt worden. Sie ist zugegebenermaßen ziemlich dunkel und lädt dazu ein, wild über sie zu spekulieren. Aber eines, denke ich, lässt sich hier sehr, sehr klar sehen. Und zwar ist das: Was immer das Tao ist, es ist nichts, worüber wir sprechen können. Es ist nicht das, worüber wir sprechen können. Das Beständige, also das ewige Tao, das wahre, das wirkliche Tao, das ist nicht das, was wir mit Worten einfangen können. Das, was wir sagen können, das, worüber wir sprechen können, das geht an der wirklichen Sache, am echten, ewigen Tao vorbei. Der Begriff oder der Name, also das chinesische Wort, das hier mit Begriff übersetzt ist, lässt sich auch als Name interpretieren. Also der Name, den wir benutzen, um uns auf das Tao zu beziehen, das ist nicht dessen wahrer Name. Ganz am Anfang des Tao Te Ching steht also eine ganz deutliche Skepsis der Sprache gegenüber, eine Skepsis gegenüber der Fähigkeit zur menschlichen Erkenntnis, der Fähigkeit, Erkenntnis in Begriffe zu fassen. Was das Tao ist, das ist eigentlich unsagbar. Darum wird das Tao auch hier an dieser Stelle als namenlos bezeichnet. Das Tao ist sozusagen prälinguistisch. Es liegt noch vor der Sprache, noch vor der Einteilung der Welt in Dinge durch Begriffe. Zugleich, und auch das kommt an der Stelle hier raus, ist aber das Tao auch der Ursprung allen Seins. Das, was ohne Begriff, was ohne Namen ist, also das namenlose, unsagbare Tao, das ist der Anfang von Himmel und Erde, der Anfang von allem, was existiert also. Das heißt, der Ursprung aller Dinge, das, woraus alle Dinge entstanden sind, das entzieht sich einer sprachlichen Beschreibung oder einem kognitiven Verstehen. Aber wie kann das sein? Wie kann dieses Tao der Ursprung aller Dinge sein und trotzdem nicht verstehbar und nicht sagbar? Nun, wir sollten uns das Tao, das ursprüngliche wahre Tao, vorstellen als eine undifferenzierte Einheit. Eine Einheit, die nicht in einzelne Objekte zerfällt. Namen und Begriffe sind die Mutter der 10.000 Dinge, so heißt es an der Textpassage. Also die 10.000 Dinge, das sind einfach alle Dinge, alle Gegenstände, das, was existiert in der Welt, das Seiende, wenn Sie es heideggerianisch ausdrücken möchten. Und diese Dinge, die Gegenstände in der Wirklichkeit, die kommen erst durch unser begriffliches Denken ins Spiel. Durch das Denken in Begriffen wird die Einheit des Tao in Einzeldinge ausdifferenziert. So kommt es auch im zweiten Spruch des Tao Te Ching zur Sprache, der direkt jetzt auf diese Eingangspassage folgt. Da heißt es nämlich: In der Welt weiß jeder, was die Schönheit des Guten ausmacht. Wahrlich, dies ist das Hässliche. Jeder weiß, was die Güte des Guten ausmacht. Wahrlich, es ist das Ungute. Deshalb bringen sich Sein und Nichtsein wechselseitig hervor. Also gegensätzliche Begriffe bringen die Dinge hervor. Das kann man so verstehen, dass erst durch den Begriff die Einheit des Tao zu einer Pluralität der Dinge wird. Erst der Begriff,
zersprengt dieses ursprünglich einheitliche, begrifflich nicht fassbare Dao in eine Vielzahl verschiedenster Gegenstände. Das Dao selbst, das hinter den vielen Gegenständen und hinter den Begriffen liegt, das ist also nur eine Art Mystik zugänglich. Und hier merken Sie einen ganz wesentlichen ersten Punkt an diesem Text des Tao Te Ching. Es ist ein mystischer Text, ein Text der Tao-Mystik, ein Text, der uns lehrt, Zugang zu einem eigentlich unsagbaren und unverstehbaren Wirklichen, nämlich dem Tao, zu erreichen. Das Tao selbst ist nur einer Mystik zugänglich und Mystik soll hier heißen eine Art prärationale Intuition, also eine Erkenntnis, die jenseits von Begriffen, von Sprache und von rationalem Denken liegt. Das Denken in den begrifflichen Kategorien, das die Welt einteilt in eine Vielzahl von einzelnen Dingen, das muss wieder überwunden werden, damit wir zur Einheit mit dem Tao zurückfinden. Aber warum sprechen wir denn dann überhaupt vom Tao, wenn es doch eigentlich gar nichts darüber zu sagen gibt und wenn dieses Tao nur einer mystischen Intuition zugänglich ist? Nun, das macht eine andere Passage ein bisschen weiter hinten im Tao Te Ching deutlich. Da steht dann nämlich: Es gibt ein Ding geworden aus des Chaos Strom, vor Himmel und Erde geboren. Gemeint ist natürlich das Tao. Lautlos, oh, leer, oh, allein steht es aufrecht und ändert sich nicht. Es ist im gesamten Umkreis tätig und gerät nicht in Gefahr. Man kann es als Mutter dessen, was unter dem Himmel ist, bezeichnen. Ich weiß seinen Namen nicht. Gebe ich ihm einen Namen, nenne ich es Tao. Was den Menschen anbetrifft, sein Gesetz ist die Erde. Was die Erde anbetrifft, ihr Gesetz ist der Himmel. Was den Himmel anbetrifft, sein Gesetz ist das Tao. Was Tao anbetrifft, sein inneres Gesetz ist das, was ist, wie es ist. Tao ist also nur ein Hilfskonstrukt. Was wir Tao nennen, ist eigentlich kein Tao. Es kann nicht unter einen Begriff gebracht werden. Also es gibt keinen Begriff von Tao, unter den man das Tao bringen könnte und das man dann als das Tao bezeichnet. Ich weiß seinen Namen nicht, steht im Tao Te Ching. Wenn ich es irgendwie bezeichnen muss, dann nenne ich es eben Tao, weil irgendetwas muss ich ja sagen, um auf dieses Ding hinzuweisen, selbst wenn ich nicht darüber sprechen kann. Also wir nehmen nur diesen Begriff Tao zu Hilfe, weil wir irgendeinen Begriff brauchen, um es zu benennen. Letzten Endes ist aber das Wort Tao nichts anderes als eine Metapher. Eine Metapher für etwas, das eigentlich vollkommen unaussprechlich ist. Was das Tao ist, kann also nicht ausgedrückt werden. Das heißt aber auch, derjenige, der das Tao erkannt hat, der es verstanden hat, der kann nicht darüber sprechen. Er kann seine Erkenntnis, seine Einsicht nicht durch das Werkzeug der Sprache vermitteln. Daher auch der andere viel zitierte Spruch im Tao Te Ching: Der Wissende redet nicht, der Redende weiß nicht. Der Wissende, also derjenige, der das Tao erkannt hat, der redet nicht, weil er verstanden hat, dass er sein Wissen nicht ausdrücken kann, weil er weiß, dass das, was er sagen müsste, gar nicht in die Sprache gepresst werden kann. Der Redende hingegen, also der, der über das Tao fabuliert, der zeigt dadurch, dass er redet, dass er das Tao nicht verstanden hat. Sonst würde er ja nicht darüber reden, sonst hätte er verstanden, dass dieses Tao in Wirklichkeit jenseits der Sprache liegt. Und warum reden dann wir oder zumindest ich darüber? Weil auch wir hier das Tao noch nicht erkannt haben. Weil wir noch auf dem Weg sind, dieses Tao zu erkennen und dazu die Sprache als eine Art Krücke benutzen müssen, die wir letzten Endes, wenn wir sie nicht mehr brauchen, wegwerfen können, so wie Wittgenstein seine Leiter. Sie werden sagen, das klingt jetzt aber alles ziemlich mysteriös und da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber in Wirklichkeit ist die Sache eigentlich ganz einfach. In Wirklichkeit ist dieses Tao und die intuitive mystische Erkenntnis des Tao etwas sehr Einfaches, das uns allen vertraut ist. Ich will es Ihnen an einem Beispiel erläutern, das ich ganz schamlos von Brian Van Norden klaue. Nicht deswegen, weil ich mir nicht selber was anderes ausdenken könnte, aber deswegen, weil es einfach zu genial ist, um es unverbraucht zu lassen. Er erläutert das nämlich ganz einfach am Beispiel des Fahrradfahrens. Wie lernt man Fahrradfahren? Nun, man setzt sich auf das Fahrrad und lernt in die Pedale zu treten, das Gleichgewicht zu halten, zu lenken und so weiter und so fort. Aber wie schnell muss man eigentlich treten, damit man richtig Fahrrad fährt? Naja, man muss halt so schnell treten, dass man nicht umkippt. Wenn man zu langsam fährt, dann fällt es irgendwann schwer, das Gleichgewicht zu halten. Man kommt ins Strauchen und kippt um.
Und wenn man um die Kurve fahren möchte, wenn man lenken will, wie weit muss man denn dann den Lenker drehen? Wie viel Grad in welche Richtung, damit ich welche Kurve schaffe? Naja, nicht zu wenig, sonst kommt man nicht um die Kurve, nicht zu viel, sonst rutscht das Vorderrad weg und man fällt auf die Nase. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber wie viel genau? Ja, probieren Sie es halt aus. Man muss halt rumtesten und ein Gefühl dafür kriegen und irgendwann weiß man dann, wie es geht. Das lässt sich also sprachlich gar nicht vermitteln. Sie können niemandem durch Reden beibringen, wie man Fahrrad fährt. Das Einzige, was funktioniert, ist sich draufsetzen und es ausprobieren. Man muss also selbst Fahrrad fahren, damit man es lernt. Was lernt man denn dann eigentlich, wenn man als kleines Kind auf ein Rad gesetzt wird und lernt, Fahrrad zu fahren? Man lernt, jetzt daoistisch gesprochen, das Dao des Fahrradfahrens. Das Dao des Fahrradfahrens ist ein sprachlich nicht vermittelbares, kognitiv nicht zu erfassendes Prinzip, das wir allein intuitiv begreifen können. Intuitiv heißt hier durch die Erfahrung und eben nicht durch die Vermittlung von Begriffen oder rationaler Erkenntnis. Das kennen Sie also alle. Sie alle kennen bereits dieses Phänomen des Dao von irgendetwas, sei es des Fahrradfahrens oder sei es vielleicht des Gitarrespielens oder sei es des Bücherlesens oder was weiß ich was. Sie alle kennen diese Form von präkognitiver, prärationaler, prälinguistischer Erkenntnis. Aber für den Daoismus hat eben nicht nur das Fahrradfahren sein eigenes Dao, sondern der Kosmos, das Universum insgesamt. Auch dieses Dao muss, ebenso wie das Dao des Fahrradfahrens, jenseits des kognitiven Denkens liegen und ohne Sprache und kognitives Denken erfasst werden. Interessant ist an der Stelle jetzt auch ein anderer Gedanke, der an der Stelle durchschimmert, die wir gerade angesprochen haben, nämlich wo es heißt, allein steht es aufrecht und ändert sich nicht, das Dao. Erinnern wir uns nochmal kurz an das I Ching, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Da hatten wir den Grundgedanken kennengelernt, der Kosmos ist dynamisch. Das Universum befindet sich permanent im Wandel und alle Dinge, die existieren, werden verstanden als Prozesse. Also die Natur des Seins ist es, sich immer zu wandeln und zu verändern. Das Einzige, was sich nicht wandelt und was fix ist in diesem dynamischen, sich immer wandelnden Kosmos, das ist das Dao selbst. Das Dao selbst ist nicht wandelbar. Es ist das Einzige im Kosmos, was beständig ist und unwandelbar. Wie kann das sein? Wie kann es überhaupt etwas Unwandelbares in diesem Kosmos geben, dessen essentielles Prinzip es ist, dynamisch und wandelbar zu sein? Nun, ganz einfach deswegen, und das ist ein weiterer wichtiger Gedanke, den wir über das Dao mitnehmen sollten, weil das Dao das Prinzip des Wandels ist. Das Dao ist das Gesetz, nach dem sich dieser Wandel vollzieht. Oder anders gesagt, es ist der Weg. Der Weg nämlich, den der Kosmos in seinem Wandel geht. Und daher macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass wir die Metapher vom Dao, also vom wortwörtlich übersetzt Weg wählen, um das Dao zu beschreiben, weil es eben der Weg ist, den der Kosmos in seinem Wandel zurücklegt. Das Gesetz des Himmels ist das Dao. Das Gesetz des Dao ist das, was ist, wie es ist, so heißt es in dem Zitat, das wir eben uns angeschaut haben. Und hier an dieser Stelle hilft es, wenn wir uns klar machen, dass das Wort Himmel für die chinesische Philosophie oftmals ungefähr die gleiche Bedeutung hat wie das Wort Natur. Also Natur und Himmel sind sozusagen austauschbare Konzepte. Wir können diese Stelle hier also dann so lesen, dass es heißt, das Gesetz der Natur ist das Dao. Und das Dao selbst unterliegt keinem Gesetz mehr, sondern nur dem, was ist, wie es ist. Das Dao ist also ein Naturgesetz. Es ist das Naturgesetz, das den Wandel in der Natur strukturiert und diesem Wandel die Richtung vorgibt. Aber wenn wir jetzt sagen, es ist ein Naturgesetz, dann heißt das auch, es ist keine Gottheit oder so etwas. Also es ist nichts Personales, sondern ein abstraktes Prinzip. Es hat keine Interessen, es hat keine Ziele, es steuert den Wandel nicht. Es ist einfach nur der Wandel, der sich ereignet. Also der Weg hat nicht die Absicht, mich irgendwo hinzuführen. Es ist einfach nur, ja, die Bewegung, die ich mache, wenn ich mich auf das Ziel hinbewege. Das Dao kann daher also auch einfach mit der Natur identifiziert werden. Das Dao ist die Natur. Dasjenige, was von selbst so ist, wie es ist, also was ohne aktives Handeln oder Eingreifen von sich selbst aus so ist, wie es ist.
Daher kann man auch sagen, das Tao realisiert sich in der Natur oder es realisiert sich in allen Dingen letzten Endes. Und diese Realisierung des Tao, das ist das sogenannte De. De wird meistens übersetzt als Tugend oder Wirkung. Also es ist die Manifestation des Tao, dasjenige, wovon die zweite Hälfte des Tao De Ching handelt. De kann man zwar als Tugend übersetzen, sollte man aber dann nicht unbedingt als eine Tugend im moralischen, also im konventionellen moralischen Sinne verstehen. Es gibt allerdings schon eine gewisse Ähnlichkeit, eine gewisse Überschneidung mit dem Tugendbegriff, wie wir ihn auch aus der westlichen Philosophie kennen. Also eine gewisse Ähnlichkeit zum Beispiel mit dem griechischen Konzept der Arete, also der Bestform, Tugend als Bestform. Das heißt also als das Beste, was sich in den Dingen realisieren kann. Wenn die Dinge dem Tao folgen, seien es jetzt wir Menschen oder seien es irgendwelche anderen natürlichen Dinge, dann realisieren sie ihre eigene Natur in ihrem bestmöglichen Zustand. Deswegen könnte man De eben auch als Bestform eines Dings oder eben als Tugend eines Dings bezeichnen. De heißt also das Wirkenlassen des Tao. Wenn die Dinge ohne Einwirkung von außen das Tao in sich realisieren, dann sind sie so, wie sie sein sollen. Und dann zeigen sie De. Das klingt etwas verwirrend, ich weiß, aber es hat eine ganz einfache Konsequenz, die im Rückblick dann vermutlich alles wieder sehr klar werden lässt. Nämlich aus dieser Betonung der Bestform als Wirkenlassen des Tao ergibt sich für den Taoismus eine Identifikation von Tugend mit Weichheit und mit Schwäche. Schauen wir uns nochmal eine interessante Passage im Tao Te Ching an. Da heißt es dann, was die Geburt des Menschen angeht, da ist er weich und schwach. Was seinen Tod betrifft, da ist er hart und stark. Was die Geburt der 10.000 Dinge angeht, der Kräuter und Gehölze, so sind sie weich und zerbrechlich. Was ihren Tod angeht, so sind sie welk und trocken. Deshalb ist alles, was hart und stark ist, im Gefolge des Todes und alles, was weich und schwach ist, im Gefolge des Lebens. Wenn deshalb eine Armee stark ist, dann wird sie nicht siegen. Ist ein Baum stark, dann wird aus ihm eine Waffe. Das Starke und das Große befinden sich unten, das Weiche und das Schwache oben. Also ein Lob der Schwäche und der Weichheit über das Starke und das Harte. Warum? Nun, Schwäche heißt, sich dem Tao nicht widersetzen. Tao, das ist der permanente Wandel des Kosmos. Es ist gar nicht möglich, sich dagegen zu stellen. Sie können sich nicht gegen den permanenten Wandel des Kosmos stellen. Sie können das nicht aufhalten. Alles, was existiert, ist diesem Wandel unterworfen. Und Sie als ein Ding, das ebenso wie alles andere diesem Wandel unterworfen ist, können diesen Wandel selbstverständlich weder aufhalten noch steuern. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich gegen das Tao zu stellen, zu versuchen, den Wandel im Universum zu bremsen oder abzulenken. Daher macht es Sinn, weich und schwach zu sein. Was weich ist, das passt sich dem Wandel an. Das geht mit dem Wandel mit. Das steht dem Tao nicht im Weg. Es realisiert eben dadurch das Tao, also seine eigene Natur. Wer weich und schwach ist, stellt sich der Realisierung, der Manifestation dieser eigenen Natur des Tao nicht in den Weg und gelangt so gerade zu dem, wie es sein soll, also zur eigenen Bestform. Das zeigt sich sehr schön bei den Taoisten in der Idealisierung der Kindheit. Für den Taoismus ist nämlich gerade das Kindsein die höchste Form des Menschseins. Denn das Kind hat diese ursprüngliche Einheit mit dem Tao noch nicht verloren. Es realisiert das Tao in seiner höchsten Form, gerade weil es unfähig ist, sich diesem Tao zu widersetzen. Im Tao Te Ching heißt es dazu, wer reichlich De in sich hält, der gleicht einem neugeborenen Knaben. Seine Knochen sind schwach, seine Muskeln zart und doch ist sein Griff fest. Er ist das Höchste an Lebenskraft. Er brüllt den ganzen Tag und doch bricht seine Stimme nicht. Das Kind hat noch nicht gelernt, sich dem Tao entgegenzustellen und daher manifestiert es das De in seiner höchsten Form. Wahre Tugend, also die höchste Form des De, die Bestform des Daseins, die zeigt sich also interessanterweise genau da, wo es keine Tugend gibt. Nämlich Tugend im konventionellen moralischen Sinne. Der Mensch mit höchstem De zeigt kein De und deshalb hat er De in sich, ist eine paradoxe Formulierung, die das Tao Te Ching wählt, um diesen Gedanken auszudrücken. Also wer das höchste De hat, wer das Tao in seiner höchsten Form realisiert, der zeigt kein De, der zeigt keine Tugend.
der zeigt kein konventionell gutes Verhalten. Und gerade deshalb hat er das De in sich, gerade deshalb hat er das Gute, das Dao, die Bestform des Daseins in sich selbst. Dieser Gedanke der Passivität, des Wirkenlassens, des sich dem Dao nicht in den Weg stellens, der erklärt auch einen anderen Aspekt des Daoismus, nämlich die Betonung der Leere, also dass die Dinge leer sind. Nicht das Positive, das Seiende, wenn Sie so wollen, ist das Wichtigste, sondern der Daoismus sagt, die Negativität, das Nichtseiende, die Leere, das ist es, worauf es ankommt. Dazu schreibt das Dao De Jing, 30 Speichen, sie haben eine Narbe gemeinsam. Dem, wo sie nichts hat, ist die Anwendung des Wagens geschuldet. Man streicht Ton in einen Modell und macht daraus ein Gefäß. Dem, wo es nichts hat, ist die Anwendung des Gefäßes geschuldet. Man bohrt Türen und Fenster und schafft dadurch einen Wohnraum. Dem, wo er nichts hat, ist die Anwendung des Wohnraums geschuldet. Deshalb gilt, was das Sein von etwas angeht, so liegt darin die Nützlichkeit. Was das Nichtsein von etwas angeht, so liegt darin die Anwendbarkeit. Sein und Nichtsein sind also für den Daoismus komplementär zueinander. Nehmen Sie als simples Beispiel so eine Tasse hier. Diese Tasse wird erst dadurch nützlich, dass sie eine Leere in sich hat, dass es also ein Nichts innerhalb dieser Tasse gibt, das gefüllt werden kann. Ohne diese Leere wäre die Tasse nutzlos. Es wäre nicht mal eine Tasse, es wäre einfach nur ein Stück Porzellan oder so etwas. Erst das Negative, das Nichtsein, das Leere, macht also das Positive anwendbar. Aber negativ und leer, das ist natürlich dasjenige, was das Dao wirken lässt, was eben nichts ist, wo nichts im Weg steht. Die Leere ist das Nichts. Die Leere, das könnte man auch so formulieren, ist das, was übrig bleibt, wenn man alles Existierende abzieht. Also der negative Rest, wenn Sie so wollen, der Wirklichkeit, nachdem man alle Dinge ausgeblendet hat. Schauen Sie sich um in der Welt, die Sie umgibt, in dem Zimmer, in dem Sie sitzen, was da alles an Dinge sind. Tische, Stühle, Bücherregale, was weiß ich noch alles. Wenn Sie alle Dinge wegnehmen, was bleibt denn dann übrig? Natürlich nichts, die reine Leere. Aber in einem Kosmos, der sich permanent wandelt, was bleibt übrig, wenn ich alle Dinge wegnehme, die sich wandeln? Natürlich nur der Wandel selbst. Der Wandel selbst, das ist das Dao. Und daher können wir auch Dao und Leere miteinander gleichsetzen. Das Ideal des Daoismus, das ist also Schwäche, Weichheit, Leere. Alles das, was dem Dao nicht im Weg steht. Die höchste Form des Lebens besteht entsprechend auch darin, das Dao wirken zu lassen, nicht im Weg zu stehen. Dieses Wirken lassen, nicht eingreifen, das bezeichnet das Dao De Jing als Nicht-Handeln oder auf Chinesisch dann Wu Wei. Nicht-Handeln oder Wu Wei, das bedeutet nicht nichts tun, es bedeutet vielmehr nicht eingreifen. Also, wie eben schon gesagt, das Dao wirken lassen. Es wirken lassen, ohne bewusst oder reflektiert einzugreifen und zu versuchen, es zu beeinflussen. Daher heißt es dann auch im Dao De Jing über dieses Wu Wei, höchstes De greift nicht ein. Also höchstes De ist Wu Wei. Was bedeutet nun dieses Wu Wei? Nun, dieses Wu Wei ist ein ganz zentrales Konzept für den Daoismus und es ist sozusagen die praktische Realisierung dieser Dao-Philosophie, die wir jetzt auf einer eher theoretischen Ebene angesprochen haben. Machen Sie es sich wieder mit einem ganz simplen Beispiel anschaulich. Stellen Sie sich eine Klavierspielerin vor, die scheinbar mühelos ein kompliziertes Stück spielt, die ganz versunken ist in der Tätigkeit, die nicht darüber nachdenkt, wo sie ihre Finger hinsetzen muss, mit welcher Kraft sie die Tasten anschlagen muss, welcher Ton als nächstes kommt und so weiter und so fort. Nein, sie spielt einfach, sie ist vollkommen aufgesogen in ihrer Tätigkeit. Das ist Wu Wei, ein Handeln, das ohne jede Reflexion auskommt, das völlig spontan und scheinbar mühelos ist und in dem wir selbst uns ganz in der Tätigkeit verlieren, sozusagen das Flow-Erlebnis. Darin besteht das Wu Wei. Nicht drüber nachdenken, nicht reflektieren, handeln und im Einklang mit dem Dao sein, sich durch das eigene Handeln dem Dao nicht widersetzen, sondern das Dao in sich wirken lassen, ohne es zu blockieren. Das ist das Ideal. Aber von diesem Ideal hat sich der Mensch für den Daoismus entfernt.
Im Dao De Jing heißt es dazu, also verliert man Dao, folgt danach De. Verliert man De, dann folgt danach grundsätzliches Wohlwollen dem anderen gegenüber. Verliert man das grundsätzliche Wohlwollen dem anderen gegenüber, dann folgt danach Recht und Billigkeit. Verliert man Recht und Billigkeit, dann folgt danach normgerechtes Verhalten. Also wir haben es hier mit einer Art Verfallserscheinung zu tun. Wenn hier von grundsätzlichem Wohlwollen die Rede ist, dann ist damit der Kern der konfuzianischen Tugend gemeint, als kleine Anmerkung. Und Recht und Billigkeit, das ist dann natürlich das konventionelle moralische Verhalten. Also Moral, Anstand, Recht und Ordnung und so weiter, was man normalerweise als eine Errungenschaft der Zivilisation verstehen würde, sind für den Daoismus gar nichts Gutes, sondern sie sind das Resultat davon, dass wir das ursprüngliche Dao verloren haben. Der Mensch ist eigentlich von Natur aus gut. Er ist ein Naturwesen und diese Natur, also das Dao, ist in seinem Innersten etwas Gutes. Wenn wir in der Einheit mit dieser ursprünglichen Natur, mit dem Dao sind, so wie das Kind, dann sind wir gut. Dann brauchen wir keine moralische Gutheit oder so etwas mehr, weil wir einfach die natürliche, spontane Güte des Dao in uns haben. Aber durch Kultur, durch Intellekt und Zivilisation haben wir die ursprüngliche Einheit mit dem Dao verloren. Nur in der mystischen Versenkung können wir uns wieder vorsichtig annähern an dieses ursprüngliche Ideal der Einheit mit dem Dao. Daher fordert der Daoismus auf einer praktischen Ebene etwas vielleicht Kontraintuitives, nämlich er fordert ein Zurück zur Natur. Weg mit der Kultur, weg mit der Zivilisation, weg auch mit der Philosophie und der Moral, weg mit der praktischen Vernunft und weg mit der Ökonomie. Alles das sind nur Indikatoren einer Trennung vom ursprünglichen Sein. Das Dao De Jing fordert uns auf, trennt die Vollkommenen ab, verwerft das Wissen und das Volk wird Nutzen haben hundertfach. Trennt euch vom grundsätzlichen Wohlwollen für den anderen und verwerft die Angemessenheit des Handelns und das Volk wird sich wieder der Liebespflicht der Kinder, der Eltern gegenüber zuwenden und der Güte. Trennt euch von der Geschicklichkeit, verwerft den Nutzen. Und Räuber und Einbrecher wird es nicht geben. Also weg mit der Wissenschaft, weg mit der Philosophie, weg mit der Moral. Dann wird alles gut werden. Die Vernunft ist keine Lösung. Die Vernunft ist Teil des Problems. Vernunft oder vernünftiges Denken heißt nämlich, dass wir bereits die ursprüngliche natürliche Einheit mit dem Dao verloren haben. Und bei der Moral ist es nicht anders. Moral ist nur ein schlechter Ersatz. Ein schlechter Ersatz nämlich für die natürliche, für die spontane und unreflektierte Güte des Menschen, wie sie in seiner Natur liegt. Der Daoismus preist daher an vielen Stellen, in einer Art paradoxen Wendung, die Dummheit und die Nutzlosigkeit. Höchste Weisheit sieht aus wie Dummheit und höchste Nutzlosigkeit ist das Ideal, nach dem man streben sollte. Das bedeutet dann auch, sich auf das echte Leben, also das Leben im Sinne von das Natürliche am Leben sein, zu konzentrieren und gerade dieses Leben zu pflegen. Wenn geistig Fähige nicht hochgeschätzt werden, heißt es im Dao De Jing, wird das Volk nicht gegeneinander kämpfen. Wenn schwierig zu erlangende Waren nicht hoch bewertet werden, wird kein Mensch aus dem Volk zu einem Räuber gemacht. Sieht man nämlich das Begehrenswerte nicht vor Augen, wird keinem im Volk der Geist verwirrt. Was dies anbetrifft, ein Vollkommener schafft damit Ordnung. Er versetzt ihren Geist in Leere, füllt ihre Bäuche, schwächt ihre Entschlusskraft und stärkt ihre Glieder. Er lässt beständig das Volk kein Wissen und keine Wünsche haben. Er lässt nun die Wissenden nicht wagen zu handeln. Er handelt ohne einzugreifen, dann ist da nichts, was nicht in Ordnung gebracht würde. Sie sehen hier an dieser Stelle, dass das auch durchaus politische Implikationen hat für den Daoismus. Ein weiser Herrscher, also derjenige, der Einsicht hat in die wirkliche Natur der Dinge, der das Dao verstanden hat, der wird einfach nur versuchen, das Dao wirken zu lassen. Er greift möglichst wenig ein, auch auf einer politischen Ebene, und achtet nur darauf, dass das Volk gut leben kann, also dass dieses einfache, gute Leben sichergestellt ist. Das Ideal des Daoismus, also das Ideal eines Staates, ist das einer einfachen, einer ländlichen Idylle ohne Erschütterung, ohne Ambitionen und in dem eine Art Rückkehr zum einfachen Leben in Einheit mit der Natur praktiziert wird. Es wird ungefähr so beschrieben,
Man verkleinere die Staaten, verringere die Bevölkerung, lasse sie die Geräte der Zehner und der Hundertschaft haben, aber nicht anwenden. Man lasse das Volk den Tod schwer nehmen und doch nicht in die Ferne wegziehen. Obwohl es Boote und Wagen hat, gäbe es nichts, wozu sie bestiegen werden müssten. Obwohl es Panzer und Waffen hat, gäbe es nichts, wozu sie bereitgestellt werden müssten. Man lasse es wieder Schnüre knoten und sie als Dokumente benutzen. Man lasse ihm die Speisen munden, lasse es angenehme Kleidung tragen, halte seine Wohnstätten friedlich und gestalte seine Gewohnheiten als freudevolle. Nachbargemeinschaften könnten sich gegenseitig sehen, die Laute der Hühner und Hunde könnten sie wechselseitig hören, doch das Volk sollte bis ins Alter und bis zum Tod keinen Umgang miteinander haben. Sie sagen, das wäre nicht erstrebenswert, das wäre ein ziemlich unattraktives Ideal. Vergessen Sie nicht, dass das die Antwort des Daoismus auf die Probleme seiner Zeit ist. Es ist nämlich ein Weg, Frieden zu sichern und Frieden auch wiederherzustellen. Chaos und Leiden, was die Daoisten in ihrer Gegenwart zuhauf vorgefunden haben, sind die Folge des Verlusts des Dao. Und zum Dao zurückkehren, das heißt dann eben in Frieden leben. Hat die Welt das Dao, heißt es im Dao De Jing, lässt man die Pferde mit Dung auf dem Rücken laufen. Hat die Welt das Dao nicht, werden Militärrüsse vor den Waldstätten gezüchtet. Das Ziel des Daoismus ist also etwas sehr Simples. Es ist letzten Endes einfach nur das gute Leben, das gute Leben, das der menschlichen Natur angemessen ist.